Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, dass durch dieses Land ein Riss geht seit mehreren Jahren, darüber herrscht Einigkeit. Wir beobachten aber auch, dass sich Gruppen teils feindselig gegenüberstehen und selbst wenn miteinander geredet wird, dass diese Gruppen sich nicht mehr oder immer weniger verstehen. In der Psychologie nennt man das Eskalationsstufe 7. Das heißt, dass man einen Übersetzer braucht, weil der andere Teil nicht verstehen kann oder nicht verstehen will. Das, was jetzt auf der Straße passiert, das darf sich nicht in diesem Parlament wiederholen. In diesem Parlament haben wir alle eine Verantwortung dafür, dass wir einander verstehen und nicht sagen, die hat aber das oder der hat aber das. Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist beendet. Vielen Dank. Danke sehr. Ich glaube, es ist in Ihrem Interesse, dass Sie sie beenden, weil alles das, was Sie bisher gesagt haben, diesem Haus unwürdig ist. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit beendige ich die absolut notwendige Aktuelle Stunde.